Hi ho, willkommen zurück hier bei The Legend of Dragoon für die PlayStation 1. Beim letzten Mal haben wir schon den ersten Dragoon hier in dem Turm von Felweb befreit und haben jetzt auch noch vor, die restlichen drei zu befreien. Denn mir ist aufgefallen, ich habe mich beim letzten Part versprochen. Ich habe gesagt, man kann hier insgesamt drei befreien, das ist natürlich falsch. Man kann vier befreien. Da wir eins schon befreit haben, kommen jetzt noch drei. Ne? Insgesamt gibt es hier vier Dragoons, die wir befreien können. Was auch irgendwo ein bisschen logisch ist. Denn wenn man zurückdenkt, es gibt sieben Dragoons. Ne? Denk mal drüber nach, so sieben Stück. Gibt es, eine davon haben wir schon im Team, das ist Rose. Ne? Die ist ja schon von Anfang an immer dabei gewesen und so. Das heißt, die gehört zu diesem Team dazu. Das heißt, es gibt noch sechs Dragoons, die man befreien kann. So. Wiederum ist Zeke, der ja mit dem Feuer-Dragoon und so verbunden ist, also Darths Vater, ja auch noch am Leben. Das heißt, den kann man natürlich dann dementsprechend auch hier in den Turm nicht befreien. Somit gibt es noch fünf Dragoons. Na, also zwei fallen schon mal weg, gibt es noch fünf. Und Shirley, der Dragoon mit dem weißen Spirit halt, mit dem Heil Spirit, die wartet ja hier vor dem Tempel auf uns. Kann dementsprechend auch nicht befreit werden. Da sie ja kein böser Geist ist. Und deswegen gibt es halt nur vier Stück. Und die wären dann halt eben, was wir schon gemacht haben, ne? Das Pendant zu Albert Lovitz. Also Lovitz-Albert hier, der Servlay, den wir Servlay oder wie er hieß, den wir schon befreit haben, ne? Der mit dem Jadedrachen, den kann man befreien. Dann natürlich das Gegenstück von Kongol. Ich glaube, der hieß Bosshack. Sehen wir aber dann noch, wenn es soweit ist. Den können wir auch befreien und... Oh, der Freck. Tschüss. Und das Gegenstück von Leru gibt es natürlich auch noch, ne? Vom Wasser-Dragoon. Die müssen wir auch noch befreien und zum Schluss das Gegenstück. Ja, nicht Gegenstück, aber halt der vorherige Dragoon von Haschel, der Donner-Dragoon hat. Die vier können wir insgesamt hier befreien. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ja, wenn die nämlich wieder Items klauen. Das muss ich verhindern. So. Aber falls sie ein Item klauen sollten, werde ich die psychedelische Bombe sonst einsetzen. So, gestählte Klinge und du haust auch nochmal drauf. Wir haben es auch fast geschafft, ne? Fast sind wieder alle auf Level voll. Aber ich möchte auf jeden Fall den nächsten Kampf gegen den nächsten Dragoon ja schon mit einem Spezial beginnen können. Das wäre mir schon sehr, sehr lieb, wenn das funktionieren könnte. So, das mit Rose klappt eigentlich ziemlich gut gerade. Miranda ist wieder ein bisschen angeschlagen, das heißt, ich werde gleich nochmal die Heilung von Shirley hier mir gerne zu Gemüte führen. Das war zu schnell. Das war mir ein bisschen zu flott, aber egal. So. Okay. Einmal raus. Und wieder rein. Und heilen lassen. Yay. Ich fühle mich gestärkt. Ich
frage mich, ob die heilende Kraft von Shirley noch hier wohnt. Das fragst du dich irgendwie viel zu oft. Lieber Dart, und das tut sie auf jeden Fall. Die Kraft wohnt hier noch inne. Okay, frisch gestärkt. Aua. Geht's dann hier weiter? So, Rose hat schon die Sachen voll. Die Spirit Points. Ich werde aber trotzdem weiter angreifen. Ach ja, stimmt. Rose Schwert hat ja den Effekt, dass der Gegner sofort besiegt werden kann. Das hat mich gerade voll irritiert. Das war gerade so richtig strange. Hä, was war das für ein Effekt? Aber ja, klar. Gegner werden sofort vernichtet. Geht aber nur bei kleinen Gegnern, ne? So. Auf jeden Fall haben wir dann für den nächsten Dragoon definitiv eine viel, viel bessere Voraussetzung. Ich glaube, die anderen beiden lasse ich jetzt mal verteidigen, weil nur Dart braucht gerade die Spirit Points. Natürlich. Das war ja klar, dass das jetzt passieren muss, Mann. So. Ja, ist jetzt halt für den Anfang so ein bisschen, denke ich mal, langweilig. Aber es gehört nochmal dazu, ich möchte euch halt hier nicht, für die, die es halt interessiert, diese Parts halt rausschneiden. Theoretisch könnte ich das selber schon vorbereiten, den ganzen Kram hier, in dem ich die ganze Zeit kämpfe. Aber wenn dann irgendwer auflevelt oder irgendwer sein Dragoon-Level steigert, dann seht ihr das halt nicht. Dann muss ich das beim nächsten Mal so ansprechen und sagen, hey, hier, der ist jetzt gelevelt worden und sowas. Und wenn aber manche Leute sich denken, oder es einige von euch da draußen gibt, die das gerne gesehen hätten, oder die das gerne komplett mitverfolgen möchten, für die habe ich dann keine Alternative. Deswegen mache ich es jetzt einfach so, wie ich es jetzt halt gerade mache. Deswegen will ich hier in dem Sinne einfach alles mitnehmen und euch alles zeigen. Und wie bereits erwähnt, ne, die Folgen, also wir werden in jeder Folge mal einen Dragoon auf jeden Fall besiegen. Und das werde ich so in die Folge mit reinhauen, dass immer pro Folge jetzt einer von den Dragoons befreit wird. So, die klaut jetzt wieder, ne? Nee, nee, nee. Du kleiner Dieb. So, Konzentration. So, ich will das Item auf jeden Fall zurück. Okay. Spirit sammeln. Ah, das klingt nicht gut. So, sie verteidigt sich. Sie verteidigt sich auch mal. So, da hat deine letzten paar Punkte, die du hier noch sammeln musst. Okay. Ich denke mal, die Spirit Points müssten jetzt voll sein. Bin mir nicht sicher. Ich gehe nochmal raus und wieder rein hier wegen der Heilung. So. Ich fühle mich gestärkt. Ich frage mich, ob die heilenden Kräfte immer noch hier wohnen. So, speichere natürlich nochmal ab. Das heißt, falls wir jetzt nochmal versagen sollten, was ja immer mal passieren kann. So,
haben wir auf jeden Fall die Spirit Points schon mal angesammelt. Zack. So. Das ist sowieso sehr, sehr komisch, die Sicht hier. Alles klar. Gut, dann. Ich gehe weiter hier lang. Zum nächsten Abschnitt. Und, ja, gehen den Turm hier oben rein. Mal sehen, wer denn hier auf uns wartet. Gar keiner. Cool. Umsonst reingegangen. Na gut. So, den Kampf hier werde ich wieder schnell mit der psychedelischen Bombe beenden. Denn... Genau, der... Hauptsache, er greift erstmal selber an. Also zuerst greift er an, so. Da ist ja die psychedelische Bombe. Ja, wie wir sehen, Dart hat jetzt auch vollen Spirit. Das ist perfekt, so können wir jetzt gleich den nächsten Kampf direkt mit einem Special beginnen. So, Rose. Ja, die macht nicht so viel Schaden mit der psychedelischen Bombe. Da ist schon Miru ein Stückchen geiler. Also Miru wird auf jeden Fall für den... fürs Endgame, sage ich mal. Allein mit dieser Bombe. Schon ein bisschen ein Standardmitglied, sag ich mal, so werden. Für die Gruppe. Für die letzte Gruppenaufstellung. Hier auch. Alles ist genau wie damals. Sie ist noch ein Kind. Ja, sie war damals 15 Jahre alt. Sie war jünger als Miru. Solche Kinder hatten die Macht von Dragoons? Ja, sie war das Kind eines Menschen und einer Nixe. Daher hatte sie besondere Kräfte. Das ist auch krass, ne? Rose, hast du dir Sorgen gemacht und bist mich besuchen gekommen? Ja. Danke, wie immer. Rose, geh nicht weg. Lass mich nicht mehr allein. Sag doch etwas. Rose, willst du denn, wie die anderen, dass ich mich einsam fühle? Nein, das will ich nicht. Es behandelt dich niemand mehr schlecht, wie früher. Das lassen wir nicht zu. Ja, Rose und die anderen Dragoons sind alle freundlich zu mir. Aber warum siehst du so traurig aus? Tut mir leid, Damia, aber du musst jetzt woanders hingehen. Vergib mir. Oh ja. Ist eigentlich ziemlich traurig hier, dass wir jetzt die ganzen Leute voll aufs Maul hauen. Okay. Wir werden hier... Ich überlege gerade wegen der psychedelischen Bombe, aber nee, ich werde jetzt Dart mal verstärken. Weil sie ist ja Wasser. Das heißt... Darts Angriffe machen mehr Schaden bei ihr. So, was machen wir noch? Ihre Stärke senken, denke ich mal. Und da Dart ja, wie gesagt, mit seinem Feuer doppelt so viel Schaden macht, weil sie ja gegen Feuer schwach ist, hoffe ich, dass sich Stärke steigern da jetzt gelohnt hat. Okay. Ach, Dart ist immer noch nicht ganz voll, okay. Habe ich nicht gesehen. Verdammt, das hätte ich sehen sollen. Das hätte ich schon sehen sollen, dadurch, dass Spezial gar nicht voll ist. Egal, ich hau nochmal drauf.
Dann wird es eine Runde kurz verschwendet. Ist natürlich... Oh, Alter, 1800. Okay, das war doch nicht so verschwendet. Ja, doof. Sorry, meine Schuld. Ja, hier seht ihr schon mal ein paar Attacken dann später, die auch Meru dann kann. Das ist die nächste, die Meru bekommt. Und ich glaube, das ist Diamantenstaub. Ich glaube, das hat sie sogar schon. Der wird bloß noch nicht eingesetzt. Ja. Die habe ich bloß noch nicht eingesetzt, wie gesagt. Okay. Schon beachtlicher Schaden. Deswegen werden wir an dieser Stelle wieder eine Heilungsbrise reinschmeißen für die Leute. Sonst stirbt mir auch Rose hier weg und das will ich natürlich auch nicht. So. Rose selber setzt die psychedelische Bombe jetzt mal ein, auch wenn es bei ihr relativ Mumpitz ist, so gesehen, weil sie nicht so viel Schaden macht wie Meru, aber immerhin so 1000 Schaden, denke ich mal, sind drin. Ein bisschen anstrengend hier. Ja, 1200, das passt doch. So, okay. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal Geschwindigkeit steigern auf Dart. Damit er neben seinen Stärkeboost auch noch schneller ist. Und Spezial, los geht's. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viel sie durch den letzten Angriff jetzt reingedonnert kriegt. Die Stärke ist noch 2 Runden gesteigert. Wir haben die Feuerumgebung. Sie ist Wasserelement. Das müsste eigentlich mega geil reinballern. Aber naja, gucken wir mal. Und wir haben ein sehr, sehr starkes Schwert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir können zwar keinen guten Ring mit reinnehmen, der unsere Stärke nochmal mit steigert. Aber naja. Und nur 1800, das ist irgendwie traurig. Da hat Darts normaler Angriff sogar mehr Schaden gemacht. Oder genauso viel. So, wie sieht's jetzt aus? Wie sieht unsere... Ja, genau, sie greift doch mal an. Okay, sie scheint... also eine hohe Geschwindigkeit zu haben. Na gut, aber da Miranda... sowieso heilen kann und Rose ja auch, machen wir das jetzt mal ganz kurz. Todesdimension wird nichts bringen. Dämonentor auch nicht, deswegen machen wir... Oh, machen wir Sternenrohr. Und Damia ist schon im gelben Bereich, das ist schon sehr gut eigentlich. Damit haben wir eigentlich ziemlich guten Vorteil. So, hier, hopp. Halt mal das Schwert kurz, das saugt mir bloß ein bisschen Leben ab. Und gibt sie uns.
So, nur 330. Na gut. Dann muss Datas mit Damage jetzt mal richten und ich will sagen, Miranda heilt uns danach mal voll. Mit Himmelstor. Deswegen haben wir sie ja dabei, die Miranda. So, letzter Angriff. Ist aber auch irgendwie wirklich, wie gesagt, traurig, dass die Damia hier gerade mal 15 Jahre alt war. Oh, sie beschwört jetzt ihren Drachen. Das ist eigentlich nicht so geil, weil Dart, wie gesagt, hat die übelste Schwäche dagegen. Aber zum Glück, ihr Drache, wie man sieht, macht zum Glück nur auf einem Ziel Schaden. Ne, weil jetzt ist Dart nur eingeblendet und kein anderer. Aua. Das muss jetzt richtig wehtun. Ich hoffe echt, dass Miranda jetzt gleich dran ist, dass ich heilen kann. Auf jeden Fall wünschenswert. Oh. 676 Schaden ist jetzt nicht so viel. war meine Sorge also komplett hinfällig. Na gut, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem Himmelstor. Mondschein könnte ich auch machen. Ich mache Himmelstor. 30 Mana. Wir haben 100 insgesamt. Das passt schon. Oder greife ich mit dem Drachen an? Nee. Ich mache Himmelstor. Das ist eine sichere Variante, weil... Wir behalten da noch ein bisschen MP dabei. Also haben wir noch 70 Mana-Punkte. Mit dem Drachen jetzt, hätte ich den Drachen gerufen, hätten wir jetzt nur noch 20 Mana-Punkte gehabt. Also Magie-Punkte, MP, nachdem wie man das sehen möchte. Und hätten Himmelstor nicht nochmal machen können. So können wir jetzt Himmelstor noch zweimal machen nach diesem Zauber hier. Also wie gesagt, ich möchte das hier safe spielen, ne, so. Ich möchte, dass wir halt, was das betrifft, sicher sind. So, und sie ist vom roten Bereich. Das heißt, sie ist zwar sehr, sehr schnell und macht auch magisch richtig gut Schaden. Aber lebenstechnisch sieht es dann eher geringer bei ihr aus, deswegen... Geht es eigentlich ganz gut jetzt gerade. So, 1200. Man merkt, der Boost ist weg. Der Stärke-Boost von Dart fehlt jetzt natürlich. So, okay. Dann Rose könnte ich nochmal Sternenrohr machen. Oder ich greife mal normal an mit Rose. Dürfte eigentlich auch ganz gut klappen. Dann haben wir perfekt bekommen. So, 665 Schaden. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Und wir haben sie besiegt. Oh. Die arme Damia. Und haben den blauen Seestein bekommen. Wahrscheinlich reduziert er Wasserschaden um die Hälfte. Aber 6000 Erfahrung und 300 Gold. Das ist echt nicht schlecht. Das ist echt richtig gut hier. So, Haschel damit auch 29 geworden. Rose auch. Was Gutes, ein bisschen
gutes Level-Up für zwischendurch. Damia, alles wird gut. Du wirst dich nie wieder einsam fühlen. Wenn du dorthin kommst, werden alle anderen auf dich warten. Es stimmt, ich spüre sie. Kommst du auch mit, Rose? Ja, wenn die Zeit reif ist, gehen wir alle dorthin. Dann bin ich beruhigt. Bis dann. Oh Mann. Los, wir gehen jetzt. Ist ja eigentlich immer noch irgendwas Wichtiges? Nee, ne? Nee, gibt es sonst nichts weiter. Nur das Fundament des Brunnens besteht. Ich sehe ein Leid, das mich an Damia erinnert. Ja, okay. Das ist echt halt hart. So, ich überlege jetzt mal kurz, wenn ich fürs nächste Mal mit reinnehme. Ich glaube, ich behalte Miranda für den Heal, nenne ich das jetzt mal. Und nehme ich Albert mal mit rein oder jetzt Kongol? Oder bleibe ich bei Miru? Ich glaube, ich bleibe mal bei Miru. Ja, ich nehme mal Miru wieder mit rein, weil Miru, was das betrifft, mit der psychedelischen Bombe halt am meisten Schaden macht. Und aber so ist sowas in der Gruppe aber nicht ausgeglichen, da nur Dart Schaden macht, ne? Das muss ich mir nochmal überlegen. Okay. Wir heilen uns hier wieder. Ich muss mir das jetzt mal ganz kurz nochmal überlegen, wie mache ich jetzt die nächste Gruppenkonstellation? Ich glaube, mir Ruhe reinzunehmen ist doch nicht so eine gute Idee. Lasst mich mal nachdenken. Wir könnten Kongol reinnehmen. Ja, die Frage ist halt, hoppala, wer ist unser nächster Gegner? Sonst könnte ich natürlich das so auslegen, dass wenn ich zum Beispiel unser nächster Gegner zum Beispiel der von Kongol sein sollte, also der Drachen-Dragoon, der Drachen-Dragoon, bin ich blöd, der Gesteins-Dragoon, der Erd-Dragoon, dann könnte man Albert mitnehmen, weil Albert, ja, cool, jetzt haue ich meine Gruppe hier zu Brei, das ist natürlich sehr, sehr nice, weil Albert das Gegenelement ist. Aber Albert wird nicht so viel Schaden machen, das ist so das nächste Problem. Na, ich überlege jetzt nochmal sonst. Doof ist halt, dass die psychedelische Bombe nur bei Miru richtig knallt. Also nur Miru so gesehen, die Kraft besitzt, die psychedelische Bombe richtig einzusetzen. So, wir sind wieder voll geheilt. Das ist auch wieder perfekt. Zusatz eigentlich wollte ich nicht gucken, aber kann ich mal nachschauen. Oh, Dart ist bald fertig mit seinem Zusatz. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir haben den Mondschlag fast perfektioniert. Noch bis zu 80 kommen, dann müsste der fertig sein. Dann kriegen wir hier das letzte. Ja, bei Rose haben wir erstmal angefangen. Haschel kann auch schon seinen 4 Götterruf machen. Ist auch schon mal gut. Okay, Orkanstab noch einmal für Albert. Dann wäre er damit auch durch. Dann können wir Wirbelstock weitermachen, dann Harpune. Ja, bei ihr dauert es noch eine Weile. Und bei ihm auch.
Okay, dann würde ich sagen, ich nehme doch erstmal Albert. Ich probiere es einfach. Ich hoffe jetzt einfach, dass der nächste Gegner dann tatsächlich der Ballsack sein wird, der Erddragoon. Wenn er das nicht ist, dann ist er es eben nicht. wenn er es nicht ist, dann haben wir halt Pech gehabt, so. Okay, nee. Ich wollte eigentlich keine Waffen kaufen. Ich hatte eigentlich vor... Jo, ich grüße sie, aber ich will hier mit ihm reden, genau. Denn uns fehlt einmal eine Heilungsbrise, ne? Die haben wir einmal eingesetzt. Und deswegen möchte ich die gerne wieder zurückhaben. Gut, ich werde jetzt in dieser Folge das noch nutzen und die Spirit Points ein bisschen nach oben bringen, sodass wir in der nächsten Folge dann direkt mit dem Dragoon-Kampf dann beginnen können. So. So, Albert muss jetzt auch nur einmal seine Combo hier rauskriegen, ne? Die muss ich jetzt noch einmal schaffen. Und dann müsste er jetzt auch den auf Maximum haben. Start auch nochmal hier. Ist halt cool, dass der Mondschlag so viel Damage macht, ne? Also 320%. Laut der Anzeige da, die wir da gesehen haben. Also hier bei den Zusätzen. Da haben wir Schaden 320%. So, 10 Ausführungen noch. Genau, Arkanstab ist jetzt fertig. Dann können wir mit dem Wirbelstock weitermachen. Ne, weil nächstes Level so gesehen gibt es nicht. Natürlich könnte ich das wie bei Dart hier machen. Oder wie bei Rose hier auf 99 bringen. Ist aber... Bringt halt nichts, ne? Weil es ist schon auf Maximum. Es wird, glaube ich, eh nicht weiter gestärkt, der ganze Kram. Ich glaube, das bleibt eh alles gleich. So, genau. So, gehen wir wieder hier zurück. Lass uns noch einmal kurz voll heilen hier, zack. So, ich fühle mich wieder gestärkt. Ich frage mich, ob die heilenden Kräfte immer noch hier gängig sind. Das Dart frage ich mich allerdings auch. So, natürlich speichern wir wieder ab, ne? Darf man nicht vergessen. Aber diesmal hier ganz oben. So. So, dann werden jetzt ein paar Spirit Points hier gesammelt. Und dann werde ich die Folge auch schon wieder beenden danach, wenn wir ein bisschen Spirit Points gesammelt haben. So, bei Dart wird es eigentlich nur am längsten dauern. Weil der ja immer nur 20 bekommt. Aber eventuell können wir, was das betrifft, dann seinen Funkendynamo, seinen letzten Zusatz dann halt damit bekommen. Also wir leveln auf jeden Fall die Zusätze damit. Das mit dem Wirbelstock sah cool aus gerade mit dem... Das hatte schon Style gerade. So. Okay. Hui. Im Kreis laufen. Yay. Ja, für die Leute, die jetzt nicht gerne weitergucken wollen, ne? Schon mal tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch hier die Spirit Points ansammeln. Dass wir dann beim nächsten Mal...
dort dann auch wieder gleich das Spezial starten können. Und falls euch das nicht interessiert, ne, könnt ihr jetzt abschalten und die nächste Folge schon mal reingucken, sofern die online ist. Und ansonsten für die, die gerne hier noch dabei bleiben möchten, bin ich natürlich sehr erfreut und hoffe, euch wird nicht allzu schnell jetzt gerade langweilig, da ich jetzt immer nur denselben Kram hier mache. Oh, ein Heilungsnebel. Ersetze ich den durch was? Ist jetzt die Frage. Durch eine Brise würde ich das ungern ersetzen. Den Geistertrank würde ich auch gern aufheben. Der regeneriert 100 SP. Das könnte man im Fight noch gebrauchen irgendwann. Deswegen. Ah nee, dann lasse ich den Heilungsnebel sein. Dann ist mir das jetzt auch egal. Natürlich könnte ich einen Zusatz nehmen, ne? Da habt ihr völlig recht. Da draußen an die Leute, die schon das Kommentar schreiben wollen. Nimm doch den Zusatz, mit dem du mehr SP regenerierst, dann geht das alles schneller. Das ist mir bewusst. Aber Dart fehlen nur noch 10 Ausführungen in seinem jetzigen Zusatz, damit es auf Maximum gelevelt ist. Tja, das kann ich ja mal hiermit gleich verbinden. Ich meine, wir werden eh später, wenn wir am Ende des Spiels sind, noch eine Session einlegen oder mehrere Sessions einlegen, bei dem ich die Zusätze von den anderen noch leveln werde. Das wird richtig langweilig. Ja, darauf könnt ihr schon mal gefasst machen. Ja, aber ich kann auch jetzt schon mit Dart, sag ich mal, schon mal abrechnen, also schon mal für Dart beenden, dann ist der wenigstens schon mal fertig. So. Zack. 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 Und besiegt. Dam, 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 di, dam, di, dai, bibi, bai, bibi, bup, bap. Okay, wie viele Ausführungen brauche ich noch? Dann wechsle ich auf jeden Fall, ne, damit ihr da nicht irgendwie euch zu sehr langweilt. Hier nur noch 6 Ausführungen, komm, das schaffen wir doch. 6 Stück noch und dann haben wir es auch fertig. Oh, hier, das bei Rose wird noch eine Weile dauern. Wirbelstock wird auch noch eine Weile dauern. Also die anderen hier werden noch ganz schön lange dauern. Aber Dart, komm, Dart 6-mal diese Ausführung, das kriegen wir doch hin. Das mache ich noch in dieser Folge. So, Ausführung Nummer 1. So, erfolgreich. Noch 5-mal den Kram. So, außerdem können wir damit, ja gut, eigentlich nur Albert hat damit jetzt einen Vorteil. Vielleicht sollte ich hier kurz auch nochmal Miranda auswechseln, dass jemand anderes auch noch zusätzliche sammeln kann. Und dementsprechend auch noch das Dragoon da will. Denn, lol. Denn momentan profitiert nur Albert davon, dass er SP sammelt. Weil für... Wow, das habe ich zu spät reagiert. Weil für Miranda und Dart ist ja... Sind ja die angesammelten SPE egal. Da beide schon das Maximum Dragoon Level haben. Also könnte ich theoretisch wirklich für Miranda jetzt erstmal jemand anderen einsetzen.
wenn sie ja sowieso gerade das Dragoon-Level eh, also die SP sowieso voll hat. Ich krieg's bei dem nicht hin, ne? Irgendwie, wenn der so schnell blockt, dann... Ist das ein wenig ärgerlich für mich? So, aber wir müssen noch fünfmal den Kram da ausführen lassen. Ich werde jetzt auch ganz kurz mal wechseln, wie schon erwähnt. Dann kann nämlich ein anderes Gruppenmitglied hier die SP mitsammeln. Für Miranda bringt das jetzt nämlich nichts. Und zwar... ja, komm, willkommen. So, natürlich tauschen wir nachher Miranda wieder aus, so ist nicht. So, ich fühle mich mal wieder gestärkt. Gut. So, Folge hat auch wieder ein bisschen Überlänge und so, ne, weil wir auch nicht so viel machen. Aber wenigstens haben wir pro Part, pro Folge immer einen Dragoon, den wir befreien, ne? Zwei fehlen jetzt noch. Der Erd- und der Donner-Dragoon. Wobei ich auch gehört habe, dass der... Oder gelesen, besser gesagt. Dass der Donner-Dragoon der schwierigste sein soll. Weil der halt wie Haschel ist. Der hat halt solide Health Points. Und besitzt halt dementsprechend auch eine solide Stärke. Und hat auch eine solide Geschwindigkeit. Das heißt, er ist halt so ein kleiner, ausgeglichener Typ. Und das soll ihn so wohl ein bisschen schwieriger machen. Aber mal schauen. Ich hoffe ja nicht, dass der irgendeine Attacke dann nachher drauf hat, mit dem er uns one-shottet. Okay, das ist interessant, dass nur der da ist gerade. So, da hat dann zeig mal, was du kannst. Jetzt passe ich mal auf. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay. War interessant, weil der Typ genau an derselben Stelle wieder kontern wollte. An dem, ja, ich sonst immer gescheitert bin, ne? So. Ich glaube, viermal jetzt noch. Ich habe jetzt gerade vergessen mitzuzählen, weil ich durcheinander gekommen bin. Dreimal sogar noch. Okay. Okay, drei Ausführungen noch. Das schaffen wir. Dann beende ich auch die Folge, beziehungsweise wechsle da seinen Zusatz zu einem, der mehr SP gibt. Macht die SP voll und wechsle dann zu Funkendynamo. Zu seinem letzten Dingensgedöns. So, drei Ausführungen. Eins. So, noch zweimal noch, dann haben wir es geschafft. Dann seid ihr erlöst. Kann ich die Sicht ein bisschen besser drehen? Ja. So, du machst den hier, Kongol. Der läuft doch gleich wieder weg. Das war klar, du Feigling. So, Wirbelstock. Sieht eigentlich auch stylisch aus, ne? Das von Albert. Der ist eigentlich auch voll drauf. So, jetzt hier wieder aufpassen. Okay, jetzt macht er das hier schon. Boah, verdammt. Jetzt bin ich durch den Rhythmus dadurch durcheinander gekommen. Egal, Mann. Okay, immer noch zweimal, zwei Ausführungen noch. Dann haben wir es, dann sind wir doch endlich durch. So, natürlich wollte ich die Heilung mitnehmen, deswegen bin ich rausgerannt, ne?
So, das kennen wir aber langsam. Dart wundert sich immer noch, dass hier heilende Kräfte sind. Aber ich muss echt sagen, dass das echt fair und echt gut ist vom Spiel. Dass es diese Stelle hier gibt von Shirley, die uns hier heilt. Das macht dann diese ganzen Kämpfe gegen die Dragoons nicht so schwierig. Also bisher waren wir noch nicht wirklich im Bedrängnis, außer beim allerersten Kampf. Was aber eher Eigenverschulden war, wie ihr ja gesehen habt. Da ich, kurz wieder aufpassen hier. Ja, da ich ja die Spirit Points nicht angesammelt habe. Ja, hätte ich da das Special und so schon voll gehabt, dann wäre auch der erste Kampf, denke ich mal, nicht so langwierig und auch nicht so knapp gewesen mit den Heil-Items auch. Sondern der wäre auch relativ solide gelaufen, so wie gegen Damia in der heutigen Folge. Ah, mal schauen. Nicht gestohlen, okay. So, letzte Ausführung, vielleicht klappt's ja. Ja, natürlich muss ich da wieder versagen. Ich darf mir einfach keinen Druck selber machen. So. Gleich seid ihr erlöst. Gleich haben wir es geschafft. Gleich ist die Folge vorbei. Und da bin ich auch gespannt, wie der nächste Kampf so sein wird. Weil hier auch wieder an dieser Stelle muss ich sagen, das habe ich ja auch noch nicht erwähnt, dass ich das noch nie gemacht habe. Ich kenne das Spiel zwar sehr, sehr gut und habe das damals auch während meiner Kindheit sehr häufig gespielt. Aber dass man hier wieder zurück muss, beziehungsweise dass man die hier dann hinterher befreien kann, habe ich immer vergessen. Das wird zwar gesagt, ne, von Shirley und so, habt ihr ja auch hier gemerkt. Sie erwähnt das ja extra und bittet ja ein extra darum, ob man das nicht machen kann. Aber ich hatte nie, ja, als Kind die Lust, kann man das so nennen. Ich hatte das eigentlich irgendwie auf dem Schirm. Ich habe es eigentlich ehrlicherweise immer vergessen, dass das Ganze ja totaler Angriff. Nein. Ja, ich habe das Ganze eigentlich immer wieder vergessen als Kind damals, dass das ja möglich ist. Und muss auch ehrlich sagen, dass ich meist diese ganzen Textboxen auch nie wirklich gelesen habe. So, und wir haben jetzt Funkendynamo. Ne? Darf man ja nicht vergessen. So, dadurch, dass wir jetzt mit Dart nämlich alle seine Zusätze haben. Können wir auch gleich mal wieder hier Kongol ersetzen. Da kommt wieder die Miranda rein. So, da von Dart jetzt alle Zusätze gelevelt sind, besitzen wir jetzt das Funkendynamo. Und das ist so ein Mix aus allen, ne? Weil wie ihr seht, es macht 250% Schaden. Ist nicht so viel wie vom Mondschlag, ne? Mondschlag macht ja 350% Schaden. Gibt aber dafür 100 SP. Ist ähnlich wie Crash Dance, aber wir können Funkendynamo noch weiter leveln. Das heißt, das wird ein solider Zusatz sein, der uns halt Schaden und SP einen guten Mix gibt. So, den gucken wir uns natürlich auch nochmal schnell an, den Funkendynamo, weil wir haben immer noch nicht die Leiste voll. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Deswegen renne ich mal ganz kurz jetzt hier hin und her, bevor ich die Heilung hier nehme. Na, okay, das geht hier auch. Ist jetzt ein bisschen blöd. Aber ich will jetzt... Ah, geht doch. Ich will nämlich jetzt, wenn wir den Kampf gemacht haben, die Heilung nehmen und dann gleich speichern. Na, alles gleich so... im einen Durchlauf. So, Funkendynamo ist, glaube ich, der längste Zusatz. Der dauert am längsten. Alter. Was zur Hölle? Müssen wir gleich nochmal machen, das war echt...
Ich schieß den mal ab. Für wenigstens mal einen Funken Dynamo angucken. So, der sammelt natürlich wieder Spirit. Der läuft natürlich weg. So. Dann kann sie nochmal draufballern. Okay, Dart, dann probier nochmal. Funken-Dynamo! Sorry. Oh, nice. Funken-Dynamo! Alles klar, Dart, alles klar. Wissen wir Bescheid. Nee, will ich nicht mitnehmen. Das totale Verschwinden ist mir total egal. Okay. Zack, nimm die Heilung mit. Wie bereits erwähnt, ich fühle mich gestärkt. Und ich frage mich, ob die Kraft hier immer noch innewohnt. Spoiler, ja, tut sie. Okay, alles klar. Wir speichern wieder an der Stelle ab. Wieder hier ganz oben. Und dann würde ich sagen, das war es jetzt erstmal wieder mit The Legend of Dragoon für dieses Mal. In der nächsten Folge befreien wir dann den dritten Dragoon. Und schauen uns dann auch dann noch den letzten Dragoon an. Und dann sind wir damit erstmal soweit durch und können mit der Hauptstory weitermachen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.